fangen wir an. Diese Runde. Das Jahr, es gibt einen neuen Qualcomm-Chip. Jetzt bin ich ganz da. Diese Runde hat den Titel Breitbanddialog. Also wir haben es uns gemütlich gemacht. Wir kriegen gleich auch noch einen Kaffee. Insofern, wir werden hier unseren Spaß sicherlich jetzt für eine Stunde haben. Dann wird sie auch ein bisschen Spaß haben. Stelle ich Ihnen die Herren jeweils nur ganz kurz vor, stelle Ihnen jeweils eine kurze Frage, um dann tatsächlich Sie auch zum Wort kommen zu lassen. Also hören Sie sich einfach die Beiträge an und überlegen sich jetzt vielleicht mal, wo Sie dann da auch wirklich reinspringen können. Ich finde es insofern ganz schön, wir haben Vertreter, sagen wir sozusagen von allen Richtungen. Einmal LTE, wir haben gerade Ihren Vortrag gehört, wir haben Ihren Vortrag eben schon gehört von der Satellitenseite. Und jetzt haben wir noch so als, ja, jetzt haben wir ein bisschen Außenseiter, die Wissenschaft noch mit dabei. Nein, nicht der Außenseiter, der Vorreiter sind Sie eigentlich. Insofern finde ich das eigentlich sehr schön, dass wir hier so eine ganz bunte Mischung haben. Ich fange einfach nochmal an mit Herrn Wickel. Sie sind der erste Mal verwählt, insofern haben Sie das Glück, dass Sie dann auch nochmal hier als Erster vorgestellt werden. So, Herr Wickel, Sie sind bei der Vodafone zuständig für das Thema LTE. Sie haben eben mir schon die Frage beantwortet, jetzt, ja, ist jetzt, seit dem 1.3., das ist wirklich ziemlich jetzt. Die Frage, die ich so zu Beginn habe, nochmal, vielleicht auch so ein bisschen vorwegnehmen, was Sie fragen, was fragen Sie eigentlich die Kunden, wenn Sie das Thema, also die Abkürzung fragen, das ist vielleicht noch was die Abkürzung heißt, aber fragen Sie sie, was bedeutet LTE für mich? Ja, und es gibt, ich sag mal, wir haben ja jetzt eine längere Historie schon in der Vermarktung von LTE auf dem Land als Festnetzersatzprodukt. Und dann fragen die Leute vor allen Dingen, funktioniert denn das jetzt wirklich? Ja. Und weil die natürlich aus Jahren kommen, wo immer wieder irgendwas versprochen wurde, dass man ihnen irgendwie Breitband anbietet und es hat nie so richtig funktioniert. Und da antworten wir einfach nur, dass Ausprobieren das Beste ist. Wir führen das den Leuten auch wirklich vor Ort vor. Und wir sagen denen auch, okay, nimm es einfach mal mit oder probier es aus und wenn es nicht klappt, kannst du es zurückgeben. Okay. Die Leute würden, ja, okay, also die sollen es wirklich auch. Also die Nutzung überzeugt einfach und ja. das ist das, worauf wir setzen. Ich sag mal, Abkürzungen und technische Erklärungen helfen da nicht weiter. Sie müssen es wirklich erleben, die Kunden. Wunderbar. Gut, dann darf ich Ihnen als Nächstes vorstellen, Dr. Thomas Haustein. Herr Haustein, Sie sind beim Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut und gut, ich habe Sie eben als Außenseiter bezeichnet, aber wie gesagt, Sie sind eigentlich der Vorreiter. Wenn Sie sich das hier alles so anhören und anschauen, LTE jetzt, Sie sind natürlich schon viel weiter. Ja. 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 Vielleicht, was machen wir? Wir sind im Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin unterwegs, unter anderem auch im Bereich drahtlose Funkkommunikation. LTE steht bei uns bereits seit 2005 in den frühen Anfängen auf der Liste. Wir haben 2006 gemeinsam mit einem großen Hersteller den ersten LTE-Prototypen entwickelt. Ich kann mich heute noch erinnern, wie ich das erste Mal über 500 Meter Entfernung 70 Megabit als Zugang fürs Internet hatte. Ich meine, heute ist es kommerziell verfügbar. Ich finde das großartig. Und womit beschäftigen wir uns heute? Was nach dem Rollout von LTE kommt. Wie heißt die Abkürzung der Zukunft? Also, das ist ja mal alles in den Kürzeln. Das ist ganz einfach. Also LTE steht für Long Term Evolution. Ja, das habe ich schon gerade. Ja, das kann man steigern und das heißt dann Long Term Evolution Advanced. Ah ja, gut, das haben wir gut. Also ich habe schon gehört, Beyond. Also, Beyond LTE Advanced. Ja, das gibt es auch schon. Okay, gut. Was das genau ist, ist unklar. Was wir aber erwarten ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine Vertausendfachung des Datenratenbedarfs haben. Da müssen wir des Bedarfs. Da müssen wir uns Gedanken machen und wir hatten es gerade gehört, das ist jetzt der Beginn einer Ära. Jetzt haben wir Zugang im ländlichen Raum wirklich zu Breitband-Internet. Wenn das jeder so toll findet, dann will jeder mehr davon. Und das heißt, wir müssen die Netze skalieren, genau mit der Zehnfachung der Subscriber für LTE brauchen wir 10-fache Kapazität, gleichzeitig neue Dienste. Am Ende brauchen wir die 1000-fache Kapazität und da muss man jetzt drüber nachdenken und ich werde heute Nachmittag in einem Vortrag auch ein bisschen darauf eingehen, was sind die Ingredienzien, um sowas technologisch auch umzusetzen. Okay, wie gesagt, Sie sind so ein bisschen mein Außenseiter, ne? Sie müssen nichts verkaufen. Das heißt, Sie dürfen jetzt mal so ganz ehrlich, Sie sind hier unter uns, sagen,
können Sie nachvollziehen, wenn Herr Pickel sagt, wow, wenn man das in der Hand hat, da geht es richtig ab, das ist echt richtig cool? Da geht es richtig ab. Also ich kann das aber sagen, weil ich das sozusagen, wir betreiben unser eigenes lokales Netzwerk in Berlin. Wir sind dann die einzigen Nutzer, wir haben dann die gesamte Kapazität für einen Nutzer. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich 100 Megabit zur Verfügung habe, ich weiß gar nicht, welche Applikation ich im Netz starten soll. Das Netz ist dann das Bottleneck. Okay, gut. Dann lassen Sie bleiben mal bei dem allgemeinen Begriff Effizienz. Kann man da sagen, das eine oder die andere Technologie ist effizienter? Kann man das so platt sagen, als Nichtwissenschaftler? Die Frage ist ja, welche Technologien wir vergleichen. Also wenn wir Datenraten zur Verfügung stellen wollen, ist natürlich erstmal ganz klare Sache, wenn ich einen Teilnehmer habe und dem kann ich ein Kabel zur Verfügung stellen und einen zweiten Teilnehmer daneben ein weiteres Kabel, dann ist das super, weil die beiden Kabel, wenn ich das richtig mache, stören sich nicht gegenseitig. Die Frage ist, wenn immer wir über Mobilität reden, ist das mit Kabeln etwas schwierig. Und wenn wir in den ländlichen Raum kommen, dann kommt der Punkt Wirtschaftlichkeit wirklich ins Spiel. Man kann natürlich theoretisch auch Glasfaser auf den letzten Bauernhof legen. Die Frage ist, wer bezahlt das am Ende? Die Grabekosten sind dann ein beträchtlicher Teil. Es gibt Nationen, die solche Ansätze fahren. Beispiel ist der Kontinent Australien, wo das Ziel ist, 98% der Bevölkerung per Glasfaser anzuschließen. Aber die haben sich auch relativ viel Zeit genommen. Das muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Also grundsätzlich muss man immer abwägen, was bedeutet die Bereitstellung einer bestimmten Kapazität pro Nutzer. Und welche Technologie steht dann zur Verfügung, wenn ich eine bestimmte Nutzerdichte habe? Ja. Das heißt, im ländlichen Raum kann ich das durchaus mit Funktechniken bereitstellen. Aber auch da geht es wieder darum, um eine Fläche abzudecken. Wenn man das mit normalen zellularen Mobilfunk macht, muss man Basisstationen in einem bestimmten Abstand zur Verfügung stellen. Wer entscheidet sozusagen, wo das was eingesetzt wird oder werden sollte? Was eingesetzt werden sollte. Also ich meine, die Europäische Breitbandinitiative, die sagt, hat quasi vorgeschrieben oder ins Statut geschrieben, dass Breitbandzugang für europäische Bürger ein quasi Menschenrecht ist, im Sinne des Grundversorgung. Ja, eine Grundversorgung, eine große Herausforderung. Sowas ist aber als Traum erstmal angesetzt, als Vorstellung, sowas zu erreichen. Und nun gut, die Regierung und die Regulatoren, die greifen dort auch ein. Wir hatten gerade bei der digitalen Dividende eben auch die Seitenrandbedingung, dass der Ausbau des LTE-Netzes erst im ländlichen Bereich stattfinden soll und nach Überschreitung gewisser Abdeckungen dann auch in größere Ortschaften und in die Städte reingehen soll. Wir hatten es gerade gehört, gerade in der Stadt, genial, man kommt durch die Wände in die Gebäude rein. Deutschland ist Vorreiter mit der Wärmeverordnung, das heißt, wir verspiegeln unsere Fenster, damit weniger Wärme verloren geht. Das heißt, auch die Funkwellen kommen viel schlechter rein. Das heißt, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, unsere Labore haben neue Fenster bekommen. Damit wir Verbindung zu unserem Testbett halten können, müssen wir das Fenster ankippen. Okay. Also das ist also nicht von... Man sollte so ein bisschen genau Zusammenhänge warten. Gut, aber die tolle Sache ist natürlich, wenn ich die Außenwelt und die Innenwelt trennen kann und ich kann innen eine kleine Funkzelle wieder aufbauen, dann ist das natürlich eine geniale Lösung. Ja. Also, man kann über solche Regulatorien und Ausschreibungen das steuern. Ist ja hier auch so gelaufen. Vielleicht hätte der eine oder andere Operator sonst aus wirtschaftlichen Gründen eher in der Stadt angefangen. Also das ist meine Wahrnehmung, das ist keine kleine Nebenbedingung, sondern wahrscheinlich eine ziemlich große. Das heißt, der Telekom inoffiziell von Technikern, also nicht von Leuten, die das vermarkten müssen oder die auf der Frage stehen müssen, wird LTE auf lange Sicht bei uns also nicht stattfinden. Begründung: DSL 2000 ist völlig ausreichend als Geschwindigkeit für die Versorgung, die der Gesetzgeber im weitesten Sinne fordert. Und wir werden nicht damit rechnen können, dass wir also irgendwann LTE bei uns auf dem Lande bekommen. Meine Frage dazu, ist diese Strategie eigentlich wirklich Strategie oder ist es wirklich jetzt nur eine Aussage von einem Einzelnen?
also ich fange mal bei Ihnen an, dann komme ich aber auch noch zu Ihnen. Ja. Die Frage ist, ist das Strategie? Ich würde Sie gerne noch ein ganz kleines bisschen abändern, vielleicht noch hinterher schieben, was muss ich tun, damit LTE zu mir kommt? Und zwar wirklich zu mir kommt. Also es gibt in der Tat da unterschiedliche Auffassungen darüber. Ich muss ganz klar sagen, wir haben als Vodafone andere. Als natürlich jemand, der diese ganzen Kupferleitungen da irgendwo vergraben hat. Wir bieten natürlich auch Kunden, die DSL 2000 haben, gerne LTE dann an. Und insofern, ich kenne jetzt den genauen Fall bei Ihnen nicht, da muss man mal angucken. Wir gehen eigentlich mit LTE wirklich von der Flächendeckung in wenigen Jahren aus. Im Moment bauen wir aus, so schnell wir können, erst im ländlichen Raum und dann in ausgewählten Städten. Insofern, man kann da nicht viel tun, außer wirklich wöchentlich aktualisieren wir unsere Netzabdeckungskarte im Internet, wo man zum Beispiel nachgucken kann. Man kann sich daraus registrieren, sodass sie dann proaktiv informiert werden, soweit es ist. Es ist mal ein guter Punkt. Ich meine, wir wollen natürlich dort ausbauen, wo Bedarf ist. Das heißt, wenn uns durch irgendeine Form bekannt wird, dass bei Ihnen besonders viele Bedarfe sind und besonders viele Leute Interesse daran haben, dann würden wir das natürlich im Ausbau priorisieren. Das kann gebündelt werden durch einen Bürgermeister, der sich auch bei uns melden kann, oder durch einen Breitbandbeauftragten. Oder da haben wir auch, entweder kann er sich persönlich melden, oder wir haben da auch entsprechende Tools im Internet, wo der sich auch, ich sag mal, prozessgesteuert nochmal anders melden kann. Auch eben für solche Mandatsträger. Aber auch jeder Einzelne, auch durch ihre Registrierung, zeigen sie ja, wo Bedarf ist. Und wir bauen natürlich auch etwas gesteuert durch die Registrierung, die wir haben, aus. Gut, also, man muss, glaube ich, so fair sein, Sie können, das haben Sie eben im Vortrag gesagt, Sie können nicht überall gleichzeitig sein. Das heißt, Sie brauchen dann einen Priorisierungsmechanismus. Und das ist, wer hätte es gedacht, Zahlungsbereitschaft, beziehungsweise, dass Leute eben ganz konkret sagen, jo, wir würden es auch echt machen. Und einfach nachfragen. Sie haben Sie eben durchaus auch mal angesprochen, das Thema Kosten, Verlegekosten etc. Insofern würden Sie sich vorstellen, dass man sozusagen, das war immer eine Frage, wie sucht man aus, welche Technologie man einsetzt. Da haben Sie gesagt, okay, also man muss natürlich schauen, welche Kosten denn jeweils entstehen. In den vergangenen zwei Jahren habe ich immer wieder hier auf der CeBIT gehört, dass gerade natürlich bei Festnetztechnologien der größte Klotzer war nach wie vor das Thema Bau bzw. Verlegekosten sind. Frage also an Sie, sehen wir, jetzt haben wir natürlich, Sie haben es zwar eben in dem Vortrag gesagt, wir müssen keine neuen Antennenstandorte bauen. Sie sagen, Sie müssen jetzt nicht noch weitere Satelliten in die Luft schießen. Ist das Thema Baukosten aus Ihrer Sicht bei dem Thema Breitbandentwicklung noch ein Thema, oder sind wir so mobil bzw. so flexibel geworden, dass wir uns da gar keine Gedanken mehr drüber machen müssen? Also andersrum, bei all diesen Berechnungen, 40, 60, 70, 80 Milliarden kostet uns der Breitbandausbau in Deutschland. Wenn ich das hier höre, dann brauche ich ein paar Luftschnittstellen, gut ist. Ja, das klingt erstmal so, vielleicht die letzte Meile zum Kunden klingt nach Luftschnittstelle. Ja. Aber wir reden ja über dramatische Kapazitäten, die wir bereitstellen. Das war das mit dem 80-fachen. Genau. Und jetzt geht es darum, wie können wir einen sogenannten Backhaul, also die Rückführung ins Festnetz machen. Und das ist halt der große Sprung nach vorn mit LTE. Wenn Sie sich vorstellen, eine UMTS-Basisstation, die kann man üblicherweise mit einem normalen Mikrowellenlink anbinden, so einen Richtfunk. Verbindung oder mit einer DSL-Verbindung. Das geht. Bei LTE, wenn Sie zusammen addieren, was so eine LTE-Basisstation für Kapazität bereitstellt, kommen Sie auf ein halbes Gigabit pro Sekunde. Das geht nicht mehr so richtig über DSL. Sie brauchen Glasfaser. Ja. Oder, wenn es eben dort keine Glasfaseranschlüsse gibt, brauchen Sie eben Funktechnologien, um diesen sogenannten Backhaul umzusetzen. Also das heißt, wir brauchen auch im Kernnetz immense Kapazitäten, die parallel zur Infrastruktur wirklich bereitgestellt werden müssen. Und da gibt es also technologisch die gemischtesten Ansätze, wie man da vorgehen kann. Aber das soll bloß heißen, dass um den Access dann wirklich zum Nutzer zur Verfügung zu stellen, muss das Kernnetz proportional wachsen. Es muss skalierbar bleiben, es muss Rechnung tragen, dass wir unterschiedliche Lastsituationen haben, vielleicht heute mehr in dem Businessgebiet, in der Tageszeit, abends mehr in den Wohngebieten. Das muss berücksichtigt werden. Und aus diesem Grunde ist gerade Verlegekosten ein ganz wichtiges Thema. Also es gibt Untersuchungen, die weltweit laufen, wie kann ich den Fiber
möglichst optimal kombinieren mit den Verlegetrassen, die ich für die Mobilfunkinfrastruktur brauche. Und klassisch wollen wir ja Redundanz haben, also mehrere Anbieter, mehrere Netze. Und dann geht es wirklich darum, wie kriegen wir diese Glasfasern dann dort rein oder wie organisieren wir den Backbone dann über eine Coverlinks. Okay, also was Sie nochmal wirklich herausgestellt haben, was ich finde, wird in der, was in der Diskussion auch wirklich durcheinander gebracht wird, ist, man muss deutlich trennen, sozusagen die letzte Meile, also die kann über Luftschnittstelle dann passieren, aber irgendwo brauche ich dann tatsächlich auch nochmal ein echtes dickes Kabel oder eine Glasfaser, die auch in der Erde liegt. Geht auch mal mit der Richtung, aber da ist das doch eher nicht bevorzugt in der Glasfaser, um überhaupt die Kapazität abtransportieren zu können. Genau, und zwar so früh wie möglich in eine Faser. Das hatte ich ja vorhin an dem Beispiel gesagt. Wenn Sie zwei Kabel haben, da können Sie nebeneinander sein und haben jeweils die volle Kapazität. Das heißt, pro Zugangspunkt muss ich letztendlich eine hochgradige Verbindung haben. Und je früher ich den Zugangspunkt in ein Kabel bringen kann, umso mehr Zugangspunkte kann ich installieren und damit zusätzliche Kapazität ausrollen. Okay, was Sie damit eigentlich dann wiederum zeigen ist, ein Mobilfunknetz ist nichts anderes als ein Festnetz, wo die letzte Meile halt eben sozusagen mit mobil ist. Herr Wickel, okay. Sie kommen aus der Festnetzwelt. Wenn Sie ehrlich sind, ist Ihnen das ja wahrscheinlich auch viel lieber als die moderne LTE-Welt. Vielleicht auch als Frage. Das heißt, Sie kennen auch diese Zusammenarbeit, die da stattfindet oder die manchmal auch Kooperations- oder nicht so große Kooperationswilligkeit. Wo sind da die Probleme? Auch Sie treffen ja miteinander oder aufeinander und Sie haben ja durchaus auch mal verkündet, also Sie sind ja sehr stark im DSL-Bereich vertreten, aber dass Sie sagen, überall da, wo wir mit Partnern zum Beispiel auch an der Telekom zusammenarbeiten, da verkaufen wir lieber dann tatsächlich LTE, um uns das ganze Geraffel zu sparen. Also in der Tat, eins der Probleme, die kann ich bestätigen, dass natürlich die Zusammenarbeit gerade hier mit demjenigen, dem dann diese Infrastruktur gehört, wo wir sie anbieten müssen, zum einen sehr teuer ist, wo wir sagen, 10 Euro im Monat, das ist für uns nicht adäquat. Zum anderen 10 Euro, auch das zu übersetzen, ist die sogenannte Teilnehmeranschlussgebühr, TAL oder Teil abgekürzt. Genau. Das ist eben dann die letzte Meile von der Telekom. Genau, das ist die letzte Meile über Kupfer, wo wir sagen, wenn wir das auch technisch genauso gut über die Luft realisieren können, dann ist das natürlich für uns auch von der Wirtschaftlichkeit her wesentlich besser. Aber neben der Wirtschaftlichkeit ist wirklich auch ein Prozessproblem, weil wir halt immer wieder Kundenbeschwerden aus dieser Richtung auch bekommen. Oder in ähnlicher Weise, dass Kunden sagen, naja, der Termin wurde nicht eingehalten oder der Techniker kam nicht. Oder dieser Prozess, der wird einfach relativ kompliziert gemacht, sodass wir dem Kunden einfach keinen guten Service anbieten können. Und das ist natürlich auch was, was wir vermeiden wollen. Mit der Luftschnittstelle kann ich ihm einfach eine SIM-Karte mitgeben, der geht dann mit nach Hause und es funktioniert. Das ist einfach auch von der Serviceleistung deutlich besser. Von der Kooperation ist es ja in der Tat so, dass wir das zweitgrößte Glasfasernetz auch in Deutschland betreiben. Und unsere Strategie, das war ja auch so ein bisschen die Frage von Ihnen, geht ja schon in die Richtung, dass wir sagen, natürlich wollen wir ein großes Glasfasernetz haben, aber die Verteilung nachher zum Kunden, zur Anwendung, zum Endgerät, die sollte über die Luftschnittstelle dann realisiert werden. Also insofern wirklich die Zusammenarbeit von verschiedenen Technologien aus zwei Gründen über die Luftschnittstelle, weil es effizienter ist. Und der zweite Punkt ist, weil die Endgeräte sowieso viel besser über die Luftschnittstelle angenommen werden. Kein Mensch hat ja inzwischen noch ein Endgerät, was wirklich über das Kabel angeschlossen wird, außer großen Unternehmenszentralen. Im letzten Jahr wurden mir Smartphones verkauft als PCs. Das zeigt ja auch schon, wohin die Reise geht. Und das heißt, die Luftschnittstelle nachher wirklich zur Anwendung beim Kunden oder die Schnittstelle, die sollte über die Luft erfolgen. Genau, Stein. Das haben wir eine total tolle Technologie. Wir sehen schon voran und dann am Ende Menschens, weil Firmen nicht so gut miteinander zusammenarbeiten. Was machen wir da? Ich denke, das ist ganz normal. Ja, ich meine, es gibt keinen Standard für Sie. Ich meine, letztendlich, wir können uns als Forscher die verrücktesten Technologien ausdenken. Entscheidend ist, was später in den Markt kommt und da spricht man auch häufig von disruptiven Technologien. Die können dasselbe oder die können eine selbe Leistung erbringen oder ein Leistungsmerkmal viel einfacher, technologisch einfacher. Häufig bedeutet das billiger in der Herstellung oder einfacher in der Handhabung. Und das sind letztendlich dann die Lösungen, die am Markt sich durchsetzen. Weil
wenn etwas günstiger ist, kann man es günstiger anbieten. Wenn etwas leichter bedienbar ist, ich meine, der ganze Smartphone-Markt ist neu aufgerollt worden von jemandem, der gar nicht aus der Telefonbranche kam, über den Hebel bedienbar kam. Ease of Use. Und insofern kann man nicht sagen, das ist gut oder schlecht, daran reibt sich's. Und die Frage ist, was braucht der Markt seitens der Kunden und was kann man technologisch anbieten, um diesen Bedarf zu decken. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wir hatten es hier eben angesprochen, es gibt Festnetz, es gibt Satellitenanschlüsse, also drahtlose Sachen. Die Frage ist, häufig kann ein und dasselbe erfüllt werden mit verschiedenen Technologien. Und da muss man dann im Detail gucken, in welcher Kombination der Kunde das braucht. Und häufig sind dann auch dann Kombinationen eines Dienstes mit einer Zugangstechnologie, die dann das Unterscheidungsmerkmal haben. Also wenn Sie sagen, Sie haben den Satellitenanschluss und Sie brauchen den zu Hause an einem Ort, dann ist das genauso mobil wie ein DSL-Anschluss. Also da wäre kein Unterschied. Wenn Sie Mobilität brauchen, und das soll überall in Deutschland gehen, dann ist vielleicht in dem Zusammenhang ein anderes Verfahren besser, zum Beispiel LTE. Also es kommt wirklich darauf an, einen Bedarf zu decken, und der Bedarf kommt in der Regel technologisch als eine Facette in Kombination mit einem Dienst, mit einem Mehrwert für den Kunden. Und die Kombination aus beiden Sachen ist dann eventuell wirklich der Erfolg im Markt. Okay, das, was Sie als Ease of Use, also das einfache Zusammenarbeiten sein, das kann man im Zweifelsfall nicht wirklich standardisieren. Also Sie können die Menschen nicht standardisieren, aber Sie können die Schnittstellen nicht standardisieren. Oder andersrum, tatsächlich jetzt mal eine Frage Richtung Wissenschaft. Ja, manchmal brauchst du einfach wahrscheinlich einen, der eine schöne Oberfläche macht oder ein schönes iPhone. Aber können Sie nicht sozusagen, wenn Sie sich heute die schönen Sachen für morgen überlegen, auch überlegen, wie passen da die alten, die neuen bzw. die Prozesse überhaupt zueinander? Machen Sie sich darüber Gedanken? Natürlich machen wir uns darüber Gedanken, denn letztendlich die Technik an sich bringt es nicht, das muss insgesamt an allen Enden passen. Und da arbeiten wir international zusammen mit den verschiedensten Playern in diesem Bereich. Wenn Sie sagen, dass alles passt am Ende, das ist also nicht nur in der Wissenschaft oder in der Forschung so, auch Standardisierung ist dort. Gerade LTE als wirkliche IP-basierte Technologie ist ein riesiger Schritt vorwärts. Damit hat man auch eine sehr einfache Brücke, um klassische IP-Technologien, die wir sonst kennen, WLAN, Brücken zu haben. Es gibt Funktionalitäten im Netz, der sogenannte Evolved Packet Core, der kümmert sich um die Paketvermittlung. Also Sie haben IP-Pakete, die kommen irgendwo her, Sie haben zu Hause eine WLAN-Verbindung, haben darüber einen Dienst, gehen raus, Ihr WLAN hat nur eine bestimmte Reichweite, klassisch bisher Abbruch der Verbindung, 2G, 3G wieder aufbauen, mit LTE viel einfacher, auch IP-basiert, Sie können direkt über diesen Evolved Packet Core switchen zwischen den Technologien. Sowas haben wir bereits mit Partnern demonstriert, dass sowas geht. Und das sind die Sachen, die dann den Ease of Use oder ja, die Akzeptanz im täglichen Gebrauch wirklich dann darstellen. Weil Sie wollen sich als Kunde nicht drum kümmern, wo bin ich jetzt, welches Netz ist verfügbar. Das soll einfach gehen. Okay, also mein Name ist Rutsch von Kabel in meinem Telefon. Und wir hatten ja vorhin schon das Thema Wirtschaftlichkeit. Ich würde sagen, es definiert sich nicht nur über das, was für den Anbieter technologisch darstellbar ist oder das, was er sich leisten kann, sondern auch sehr stark durch die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Also Sie können ja schon seit, was ich, 10, 20 Jahren können Sie ISDN-Kanalbündelung sich primär Multiplex schalten lassen und zig Mbit hinkriegen, und ein Privatkunde ist bereit, irgendwie 400-500 Euro im Monat für so eine Anbindung zu zahlen. Auch Satellitenbreitband gibt es schon sehr viel länger. Auch da begann es in der Anfangszeit eben mit über 100 Euro. Ich erinnere mich noch, wir haben
2001 haben wir an unserem Standort haben wir auch eine Glasfaserregion gehabt. Da ging auch terrestrisch gar nichts. Wir haben das Ganze dann mit einer Richtfunkstrecke über das Rathaus unseres Hauses bekommen und haben 99 Euro netto im Monat für eine 2-Mbit-Richtfunkstrecke mit 1,5 Gigabyte inklusive gezahlt. Das macht man eben auch als Mittelständler, das macht man aber nicht als Privatkunde. Und ich denke, das ist mit eines der größten Probleme, dass die Kunden einfach so im Kopf haben, okay, 30 Euro, das ist so diese Größenordnung, die sie bereit sind für eine Doppelflat zu zahlen. Und gleichzeitig wollen sie aber, dass das Ganze immer schneller wird und haben aber nicht die Vorstellung, was dann eben netzseitig dahinter steht. Was muss der Anbieter ausgeben, um eben diese Leistung zur Verfügung zu stellen zu einem angemessenen Preis. Also was Sie sagen letzten Endes ist, weiße Flecken gab es nie, es gab nur eine fehlende Zahlungsbereitschaft, weil eine Lösung vor Ort mit einer Geschäftskundenlösung spätestens hätte man immer schon bekommen. Das ist ja letztendlich der Punkt, den Sie auch sagen. Das ist auch genau mit diesen so. Flyern 1995 oder Sie sagen, Sie, ich glaube, Sie sind noch viel zu hoch mit dem Preis mit 1995. 1995 hört man auf damit, sondern geht da mal ein bisschen regionaler. Also wenn Sie glauben, um Tarife mit 16 Euro. Und das möchten sich am liebsten noch die Leute mit 10 Nachbarn teilen. Ja, also das ist genau das geht Problem. Geht doch bei WLAN, oder nicht? Ja, natürlich, es geht alles. Aber man sollte immer die Diskussion langsam mal anders führen. Die Netze bauen sich nicht von alleine aus. Niemand arbeitet umsonst. Warum glaubt dann jeder, er bekommt alles umsonst? Also es geht so nicht. Ja. Jeder Ausbau kostet Geld. Ja. Und Kapazität kostet auch Geld. Und genauso ist es mit Bandbreiten, mit Datenvolumen und. Irgendwo ist eine Preisgrenze erreicht. Und meine Meinung ist, dass die Preisgrenze schon lange unterschritten ist. Es ist bereits schon günstiger, als eigentlich wirtschaftlich wäre. Wenn sich manche Netzbetreiber anschaut, die pusten und husten. Finanziert sich vielleicht noch um die Festnetztelefonie, aber so richtig gewinnbringend, dass man in große Netze weiter investieren kann, sind die jetzt alle groß auf der Suche, wie finanziere ich das? Und da muss man sich mal Gedanken machen. Ich kann nicht mit der Werbung immer weiter runtergehen. Es geht nicht. Das muss der Kunde im Prinzip bewusst sein. Also da war ich heute Vormittag, ich glaube dem allerersten Vortrag heute Morgen, ich will nicht sagen überrascht, aber doch ein bisschen erstaunt, dass wirklich argumentiert wurde, aber sehr glaubhaft. Nein, es funktioniert, dass ich regional und lokal, wenn ich sozusagen eine gewisse Begeisterung erzeugen kann und vielleicht auch noch den Fußballclub sponsere, dass ich dafür dann durchaus auch einen etwas höheren Preis habe, weil die reden von irgendwie 2, 3, 4, sogar bis zu 5 Euro mehr, wenn ich als Auftrag hinbekomme. Da sagen Sie, da habe ich noch nie erlebt, dass mir jemand mehr gibt. Nee, weil wir sind ja oft genug in den Kommunen und wir haben schon gesagt, wir haben vor kurzem waren wir bei 3 Megabit, 4 Megabit, waren wir bei 60 Euro gelegen. Ja, das hat keiner gekauft, ja, weil es zu teuer war, weil sie den DSL-Kopf, also den Preis vom DSL-Kopf haben, 30 Euro inklusive Telefonfiertel. Es stimmt nicht. Es gibt natürlich immer mal eine Gruppe, die sagt, ich zahle noch mehr. Aber eigentlich will es jeder immer billiger. Ja. Herr Wittig, Sie sind da ja ziemlich gut drin. Also im Festnetz sind Sie, glaube ich, in dem gleichen Dilemma durchaus. Beim Mobilfunk haben Sie es geschafft, Flats zu verkaufen, die nicht flat sind, weil Sie eine Drosselung drin haben. Das war ja eben auch eine Frage. Also Sie können das offen, also Sie haben es im Mobilfunkmarkt etabliert. Ich glaube, Sie spielen das hier jetzt mit Geschwindigkeit und gleichzeitig mit dem Volumen perfekt aus. Also Sie können offensichtlich damit spielen, Zahlungsbereitschaft zu erzeugen. Was ist genau sozusagen das Geheimnis dahinter? Ich glaube, die Zahlungsbereitschaft liegt wirklich hier an der Nutzungsmöglichkeit im Endgerät. Also immer diese mobile Nutzungsmöglichkeit, da gibt es aber noch mal eine ganz andere Nachfrage, dass Leute sagen, wenn ich das jetzt wirklich auch unterwegs nutzen kann, eine E-Mail, und ich meine, wir kennen ja den ganzen Smartphone-Boom, den wir da haben, dann ist mir das einfach noch mal mehr wert. Und das Endgerät ist natürlich auch in dem Mobilfunkgeschäft immer ein Trigger, dass man sagt, das will ich auch haben und das kriege ich dann mit dem Vertrag. Das ist nicht so ein notwendiges Übel wie ein DSL-Router, sondern ist wirklich was, was ich auch haben will. Echt scheußlich, oder? Diese Kisten, die man da länger im Raum stehen hat. Okay. Ja. Okay, und wie geht das weiter? Also gibt es, also wenn man eine andere Runde hier zusammensetzt und nur über das Pricing sprechen würde, ehrlich gesagt, hört es jetzt schon seit 2 Jahren, aber ich sehe es nicht seit 2 Jahren, das Ende der Flat Rates kommt wieder.
ist, kommt das wirklich oder wird es sozusagen in Anführungsstrichen schleichend eingeführt, so wie Sie das tun? Ja. Am Ende ist natürlich immer eine Sache von Angebot und Nachfrage, das ist jetzt so platt wie wahr. Ja, aber es hat auch viel damit zu tun, wie Schmacht war. Und ich sag mal, wir sehen das im Mobilfunk ja schon, dass es dadurch, dass die Netzkapazität durchaus auch wieder knapp wird, ne, wir sehen das ja bei anderen Netzbetreibern, dass da einfach auch wirklich, ich sag mal, Probleme sind, wenn ich nicht genug investiere in der Kapazität. Das heißt, das Angebot wird etwas knapper und die Nachfrage wächst. Das sind dann genau die Szenarien, die dazu führen, dass Flatrates wieder etwas nach hinten gedrängt werden und man sich eben genau überlegt, wie viel Volumen kann ich den Kunden eigentlich für einen bestimmten Preis anbieten. Mich würde eigentlich interessieren, in welche Richtung geht es denn jetzt für die Zukunft? Wir haben ja sehr weit schon bekommen, wie man jetzt von GSM und MTS auf LTE gegangen ist. LTE Advanced ist ja eigentlich festgeschrieben größtenteils. Wie wird es weitergehen? Werden vielleicht dann auch einige dieser alten Technologien irgendwann rausfliegen? Werden einige der alten Technologien, also im GSM, GMTS, werden die irgendwann rausfliegen und durch LTE ersetzt werden, aber vielleicht schon durch eine neue Technologie ersetzt werden. Herr Haustein, welche Technologien können wir an ACTA legen und wo geht die Kostenabschluss? Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich meine, wenn wir über Funk reden, dann geht es immer um Funkspektrum, was man zur Verfügung haben muss, um wirklich eine Qualität, eine Dienstgüte anzubieten, braucht man das Funkspektrum natürlich in Hand eines Betreibers. Es gibt Alternativen dazu. Wir kennen das ESM-Band, wo WLAN betrieben wird. Das ist schön, jeder kann es benutzen, alle finden es gut. Wenn es hart auf hart kommt, jeder erfährt das in urbaner Umgebung. Wenn zu viele Leute aktiv sind, brechen diese Systeme zusammen, weil der Zugriff auf das Spektrum eben nicht in der Hand des Einzelnen ist. Jeder muss da irgendwie koexistieren. Funktioniert bis zu einem bestimmten Grad. Darüber hinaus muss man darüber Kontrolle haben. Deshalb gibt es ja Mobilfunkoperatoren, die ihr Spektrum haben, darin agieren können. Und die haben eben für die verschiedenen Technologien 2G, 3G, jetzt LTE als 4G bestimmte Spektralbereiche akquiriert zur Verfügung. Aber dieses Spektrum kann relativ flexibel verwendet werden. Da gibt es weltweit Harmonisierungsaktivitäten in der Standardisierung. Alle diese Technologien sind IMT-Technologien. Was heißt IMT? Internationale Mobilfunk. Assoziation an der Stelle. Also solche Technologien. Es geht darum, dass Sie diese Technologien jeweils in den anderen Ländern betreiben können. Das heißt, als ein Beispiel, Sie haben vielleicht mehrere 5 MHz Träger für UMTS und haben jetzt LTE ausgerollt. LTE ist skalierbar, kann man auf 20, 10, 5 MHz Bandbreite betreiben. Und Sie haben vielleicht dort wenige UMTS-Nutzer in der Gegend, dann könnten Sie dieses Spektrum wiederverwenden. Man spricht hier vom Spektrum Refarming. Sie könnten dort einen LTE-Träger aufsetzen und dort LTE im ursprünglichen UMTS-Band betreiben, vorausgesetzt, und das ist eben die große Voraussetzung, auf der Terminal-Seite am Endgerät wird eben LTE auch in diesem Band unterstützt. Und das ist eben die große Herausforderung, erstens diese Bänder alle zu unterstützen und für die Zukunft viel wichtiger, für mehr Kapazität, Kombinationen dieser Bänder. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie können diese verschiedenen Funkbänder aggregieren. Da gibt es im Bereich LTE gibt es den Begriff Carrier Aggregation. Hintergrund ist, Sie wollen ja sicher heute Geräte verkaufen und heutige LTE-Handys, hier liegt gerade eins, das kann 20 MHz Bandbreite in verschiedenen Bändern, je nachdem mit welchem Mobilfunkoperator man arbeitet. Und Sie wollen, wenn Sie es heute kaufen, sicher sein, dass das Telefon in 4 Jahren auch noch funktioniert. Naja. Lassen wir mal den Trend von all denen weg, die alle halt ein neues Handy haben. Aber es gibt auch noch Leute, die kaufen sich was und benutzen 2 Jahre oder 3. Sie wollen sicher sein, dass das geht. Deshalb sagt man, um die Rückwärtskompatibilität sicherzustellen, haben
eine sogenannte Komponententräger oder Funkträger und auf jedem kann ein altes Terminal arbeiten und neue können mehrere davon aggregieren. Und das könnte auch eine Aggregation in einem ehemaligen GSM oder UMTS-Fall sein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir die Frage schon so komplett beantwortet. Wir sind jetzt sehr auf das Mobilfunk-Thema eingegangen, aber schaue ich mir vielleicht einfach nochmal das Festnetz an. Also wer hat vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren gedacht, dass man das Mobilfunk, dass man das gute alte Kupfer nochmal mit DSL vollknallen hat? Dann war eine Zeit lang tatsächlich da, wo Glasfaser aufgebaut wurde, hieß sie plötzlich als Hindernis. Jetzt gibt es das Stichwort Vectoring, also ich nutze das sehr gute alte Kupferkabel offensichtlich nochmal irgendwie besser aus. Ich glaube, die Frage ging gleich so ein bisschen in die Richtung. Gibt es irgendwelche unterschiedlichen Technologien, die einfach wirklich komplett ad acta gelegt haben? Wie ist ja Ihre Meinung oder Ihr Eindruck? Oder holen wir immer aus allem nochmal was raus? Ja, es gibt da natürlich einen Wettbewerb und insofern hat jeder sozusagen Nutzer und jeder, der in eine bestimmte Technologie investiert hat, einmal immer den Anreiz, dann da auch noch mehr rauszuholen. Das betrifft sich ja zum Beispiel das Thema Kupferkabel, dass man da auch nochmal versucht, mehr rauszuholen. Ich kann jetzt auch nicht absehen, dass eine Technologie ganz wegfällt von den signifikanten heute. Also da ist in den 15 Jahren, die ich in der Telekommunikation bin, nichts von dem passiert ist, sondern eigentlich immer noch, mir fällt es wahnsinnig. Ja, also es ist wirklich komplementär. Ich sehe nur verstärktere Verdichtung wirklich in den Endgeräten. Ja. Dass dadurch, dass wirklich immer mehr Dienste auf dem Smartphone zusammengeführt werden, bis jetzt zu wirklich auch neuen Kameratechnologien, was wir alles in Barcelona gesehen haben, dass auch meine Kompaktkamera inzwischen dann in dem Smartphone drin ist. Also es wird immer mehr, da konvergiert schon eine Menge. Da ist schon die Frage zum Beispiel, ob ich nicht jetzt wirklich von der Endgeräteseite her getriggert in ein paar Jahren wirklich gar nicht mehr über das Festnetz zum Beispiel telefoniere. Oder weil ich einfach so dran gewöhnt bin, dass ich alles mit diesem einen Device mache. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass es von der Seite eine Konvergenz gibt. Wobei da glaube ich eher tatsächlich das, was Sie gesagt haben, wir haben andere Begriffe gebraucht, ich kenne das als Handover, sozusagen, wo ich gerade bin, ist für die Technologie eingesetzt, die da gerade eben verfügbar ist letzten Endes. Da kann ich mir ein bisschen gewissen sein, dass ein guter alter Kupfer eben so wie das heute draußen ist. Genau, das wäre dann die Lösung, das wäre praktisch dann eher die, dass ich sage, ich nutze das Kupfer für eine Femtozelle zum Beispiel, die ich dann indoor habe, aber das ist das Endgerät, ich muss immer das gleiche Handy und das wird dann trotzdem über Kupfer abgeführt. Solche Szenarien könnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, sieht keiner, dass irgendeine Technologie weggeht, sondern dass die Technologie geschickt kombiniert bzw. mit Handover ausgestattet dann eben ausgenutzt wird. Und mal diskutieren wir nächstes Jahr. Also LTE ist da, da brauchen wir nicht mehr vorzustellen. Worüber sprechen wir nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr werden wir sicherlich darüber sprechen, dass wir eine, ich sag mal, 50% Versorgung, 40-50% Versorgung der Haushalte haben werden mit LTE. Und darauf werden sich neue Ökosysteme von Diensten und Endgeräten bilden im Laufe dieses Jahres. Deswegen sage ich, ist das 2012 jetzt das LTE-Jahr, wo diese ganzen Entwicklungen starten. Bisher war das nischig und das war LTE als reine Zugangstechnologie auf dem Land, zur Verschließung weißer Flecken. Aber die ganzen neuen Dienste, die jetzt auch in den, ich sag mal, durch eine breitere Nutzung on top wirklich neu generiert werden, die werden jetzt entwickelt und die werden wir nächstes Jahr in einer großen Ausdehnung sehen, dass jetzt auch connected auch Cars sind, also Autos, die dann vernetzt sind über LTE oder was auch immer, da werden jetzt eine ganze Menge Entwicklungsfirmen drauf arbeiten, die wir dann nächstes Jahr sehen werden. Sie vertreten offensichtlich die These, wir stellen mal sozusagen die Infrastruktur bereit, die Dienste und die Verbindungen und die Nutzung der Technologie bzw. dieser Infrastruktur, das wird schon noch kommen. Ja, also die gestalten wir mit. Wir sind ja mit diesen Entwicklern auch im Gespräch, aber wir können natürlich nicht alles selbst bauen. Wir bauen nun mal keine Autos. Oder auch, ich sag mal, an den Telefonen und Endgeräten selbst. Da gibt es eben andere Spezialisten. Wir entwickeln das mit denen zusammen. Aber das ist eben eine Arbeitsteilung. Okay, gut. Sie stellen die Infrastruktur für die Zukunft zur Verfügung. Und dann sprechen wir nächstes Jahr darüber, was da alles läuft und was Sie dann noch weiter verbessern können. Wo stehen wir im Ausbau? Wir sind vor einem Jahr hier auch auf der CeBIT haben wir verkündet, ja, wir haben 2 Millionen Haushalte, die wir versorgen können und ungefähr eine Fläche von 9%.
Wir stehen heute bei 10 Millionen Haushalten und einer Fläche von 35%, werden wir Ende März sein. Das heißt, die Fläche wächst auch überproportional. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, liegt in der Sache der weißen Flecken. Das ist nicht so dicht besiedelt. Und wir werden Ende des aktuellen Jahres, beziehungsweise wenn wir nächstes Jahr hier Cebit haben, dann ist unser Ziel, dass wir über 16 Millionen Haushalte mit LTE erreichen und damit 70% der Fläche abdecken. Dazu kommt natürlich bei uns immer noch komplementär die UMTS-Versorgung, die wirklich auch tatsächlich relativ komplementär zu der LTE-Versorgung ist, weil da haben wir ja anders als bei LTE in den Städten angefangen, sodass, wenn man die beiden Karten zusammenlegt, unser Ziel ist, für nächstes Jahr auf der Cebit hier verkünden zu können, dass wir 90-95% der Haushalte mit schnellem Breitband, mobilem Internet versorgen können.